Hallo zusammen. Geht's euch gut? Heute beginnen wir, am Thema Freunde zu arbeiten. Und in dieser Stunde geben wir eine Antwort auf die Frage, wie ist ein guter Freund? Auch erzählen wir kurz über unsere guten Freunde. Wir machen ein Assoziogramm. Dazu schlagt die Bücher auf Seite 70 auf. Übung 1a. Ein guter Freund. Was fällt euch ein? Stoppt das Video und ergänzt das Assoziogramm. Also, welche Assoziationen habt ihr? Ja, ein guter Freund ist hilfsbereit, ehrlich, zuverlässig, klug, sportlich, freundlich, lustig, höflich und gutherzig. Die Sätze sind nicht vollständig. Wie sind die Personen? Stoppt das Video und ordnet zu. Seid ihr fertig? Dann geht's los. Ich mag Tom, weil er so pünktlich ist. Er kommt nie zu spät. Meine Freundin Ronja sieht aus wie ein Topmodel. Sie ist groß, schlank und sehr schön. Nora ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie ist absolut zuverlässig. Andreas spielt Basketball, Volleyball und Tennis. Er ist total sportlich. Ich mag meine Freundin, weil sie klug ist. Sie ist intelligent und sie weiß viel. Meine gute Freundin lügt mich nie. Ich mag sie, weil sie ehrlich ist. Alle mögen Nina. Sie ist nett und freundlich. Deshalb finde ich sie sehr sympathisch. Mit Ina muss ich immer lachen, weil sie sehr lustig ist. Sehr gut. Jetzt hören wir kurze Mini-Situationen. Hört zu und schreibt dann auf. Wie sind die Personen? 1. Beeil dich, Holger. Hallo, Gabriela. Ist was? Mensch, Holger, ich warte schon seit 20 Minuten auf dich. Jetzt hat der Film schon angefangen. Immer kommst du zu spät. Zwei. Herzlichen Glückwunsch, Britta. Du bist die 100 Meter Delfin in 56 Sekunden geschwommen. Du bist wie ein Fisch im Wasser. Ja, Schwimmen ist mein Lieblingssport. Hast du denn noch andere Hobbys? Klar, am Montag nach dem Schwimmtraining gehe ich auf den Sportplatz. Da spiele ich mit ein paar Freunden Fußball. Am Mittwochnachmittag reite ich und am Donnerstag spiele ich mit meiner besten Freundin Tennis. Drei. Hey, Jonas. Hast du einen neuen Witz auf Lager? Kennt ihr den schon? Sagt der Lehrer zum Schüler, die Vorsilbe un bedeutet meistens etwas Hässliches, Negatives, so wie Unsinn, unsympathisch. Wer kann noch ein Beispiel machen? Carsten antwortet, Unterricht, Herr Volkert. Vier. Wow, sieht Lara gut aus. Fünf.
Was ist denn hier passiert, Bastian? Die gute Vase. Das war der Hund. Er ist auf den Tisch gesprungen. So, wie ist Holger? Genau, er ist unpünktlich. Und wie ist Britta? Absolut richtig. Britta ist sportlich. Wie ist Jonas? Genau, er ist lustig. Und wie ist Lara? Ja, Lara ist schön. Und wie ist Bastian? Richtig, er ist unehrlich. Ihr habt das toll gemacht. Kinder, heute haben wir noch eine Online-Umfrage. Die Jugendlichen erzählen über ihre Freunde. Hört bitte zu und antwortet. Wie sind ihre Freunde? Patrick, mein neuer Freund heißt Igor. Igor ist aus Russland nach Deutschland gekommen. Er spricht und schreibt nicht so gut Deutsch. Aber ich helfe ihm und er lernt schnell. Er ist ein toller Freund, hilfsbereit und sehr fleißig. Ich vertraue ihm sehr. Wir haben uns in der ersten Klasse kennengelernt. Mein Freund ist sportlich und spielt Fußball. Ich gehe in die Musikschule und lerne Gitarre spielen. Aber ich spiele auch gern mit meinem Freund Fußball. Na, wie ist Patricks Freund? Richtig. Er ist hilfsbereit und sehr fleißig. Er ist ein toller Freund. Hört die zweite Erzählung. Wie ist Annas Freundin? Anna. Meine Freundin heißt Elvira. Elvira ist ein sympathisches Mädchen. Sie kann gut schwimmen. Wir gehen zusammen schwimmen. Sie kann gut kochen und ihre Kuchen schmecken auch lecker. Elvira ist eine gute Schülerin in der Klasse. Sie kann sich gut konzentrieren. Sie lernt Französisch als Fremdsprache. Aber Mathe fällt ihr schwer. Und ich helfe ihr. Das mache ich gern. Wie ist Hannes Freundin? Genau. Sie ist sympathisch und sie ist eine gute Schülerin. Hört die dritte Erzählung. Wie ist Dirks Freund? Dirk. Mein Freund lebt in Spanien. Ich kann Spanisch sprechen. Daniel lernt Deutsch. Wir helfen einander. Wir sprechen miteinander per Internet. Ich kann leider ihn nur in den Ferien besuchen. Dann verbringen wir viel Zeit zusammen. Wir gehen Eis essen, Fußball spielen und im Meer baden. Mein Freund und ich, wir haben die gleichen Interessen. Wir reiten beide gern. Wie ist Dirks Freund? Dirks Freund ist hilfsbereit und er hat die gleichen Interessen. Hört die vierte Erzählung. Wie ist Johannes Freundin? Johanna. Petra ist meine Freundin. Sie ist mir sehr teuer und ich hoffe, ich bin ihr auch teuer. Ich habe sie im Ferienlager kennengelernt. Unsere Freundschaft dauert schon 5 Jahre. Einem Freund muss man vertrauen. Das ist für mich wichtig. Und ich vertraue Petra. Ich liebe Musik. Petra liebt auch Musik. Sie spielt Flöte und Saxophon. In der Freizeit spielen wir Tischtennis. Meine Freundin kleidet sich sportlich. Na, wie ist Johannes Freundin? Richtig. Johannes Freundin ist ihr sehr teuer und Johanna kann vertrauen. Jetzt findet Punkt C auf Seite 72.
stoppt das Video, lest die Umfrage und entscheidet, wer das gesagt hat. Seid ihr fertig? Vergleicht die Lösungen. Satz Nummer 1, Patrick. Satz Nummer 2, Dirk. Satz Nummer 3, Johanna. Satz Nummer 4, Anne. Satz Nummer 5, Dirk. Satz Nummer 6, Anne. Sehr gut. Jetzt drückt auf Pause und antwortet. Was machen die Freundinnen, Freunde zusammen? Was machen Anna und Elvira? Sie gehen zusammen schwimmen. Was machen Dirk und Daniel? Sie gehen Eis essen, spielen Fußball und baden im Meer. Was machen Johanna und Petra? Sie spielen Tischtennis zusammen. Kinder, habt ihr gute Freunde? Wie sind sie? Was macht ihr zusammen? Erzählt bitte darüber. Danke für eure Antworten. So, das war's für heute. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Tschüss!